Hallo liebe Freunde, es geht weiter auf Planet 4546b mit Subnautica. Hier entwickelt sich der kleine Laternenbaum, wächst zu 19% als kleine Indoor-Pflanze. Bin mal gespannt, ob der so hoch wächst, dass wir davon auch Früchte ernten können. Das wäre natürlich genial. In der letzten Folge waren wir bei der Insel. Ich weiß nicht, jetzt ist es gerade dunkel und von hier kann man sie, glaube ich, eh nicht sehen. Im Südwesten. Irgendwo da hinten, wo diese Wolken sind, da war die Insel. Haben dort einiges in Erfahrung bringen können, einiges lernen können. Es gab hier offensichtlich eine weitere Expedition. Welcome aboard, Captain. Die sind mit dem Schiff gekommen, das Degasi heißt oder hieß. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, ist es wirklich eine Expedition gewesen. Auf jeden Fall sind die ebenfalls hier verunglückt mit drei Überlebenden bloß. Und die hatten sich auf dieser Insel eingerichtet, die der erste Offizier auch als Sammelpunkt angegeben hatte. Allerdings haben wir von der Aurora keine weiteren Überlebenden gefunden. Nur eben die Überreste von dieser Degasi-Expedition. Da konnten wir dann auch einiges scannen, zum Beispiel den Mehrzweckraum, den wir jetzt hier auch gleich mal bauen wollen, um unsere Basis mal ein bisschen weiter voranzutreiben. Wir konnten jede Menge essbare Pflanzen entdecken und auch Saatgut von denen mitnehmen, hoffentlich. Ich habe hier so ein bisschen was dabei. Ich hoffe, das kann man einpflanzen, so dass wir dann unsere Ernährungssituation ein wenig verbessern. Dieses Teil haben wir ebenfalls gefunden. Ich weiß jetzt nur noch nicht so genau, was wir damit veranstalten wollen. Ich will das mal in unserer Rettungskapsel ins Lager legen, damit uns das nicht irgendwie aus Versehen abhanden kommt. Dann haben wir noch gesehen, hier diese kleinen Knaben hier. Ach, die haben wir noch gar nicht gescannt. Ist ja mal nachlässig. Die haben wir gesehen in riesig unter dieser Insel und haben auch ein bisschen was über die gelernt, dass die quasi sich am Meeresgrund eben an so riesige Gesteine anheften, wachsen und haben dann diese Insel überhaupt erst aus dem Wasser gehoben. Also eigentlich ist das Meeresgrund gewesen. So, passt gerade noch so rein. Dann nehmen wir uns mal ein neues Verbandspäckchen mit und hier gibt es eine Nachricht. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Ah, die Sunbeam kommt, um uns zu retten. Sehr gut. 40 Minuten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das überhaupt hier an der Basis zu bauen, wenn wir jetzt sowieso gleich gerettet werden? So, und wir hatten ja noch ein weiteres Notsignal empfangen von irgendeiner Kapsel, deren Koordinaten wir nicht hatten. Die haben nur gesagt, sie sind irgendwie so ein paar hundert Meter weiter als irgendeine andere Kapsel, von der wir die Koordinaten ebenfalls nicht haben. So, wir könnten für 6 Titan den Mehrzweckraum bauen oder für 2 Plastahlbarren den großen Raum. Das ist die große Frage. Das ist einer gewesen. Und wo war der zweite? Hier war doch die 2, oder? Und gucken wir mal, was wir für Plastahl brauchen. Trinken sollten wir auch mal wieder einen Schluck. Tafel könnten wir sogar nachbauen. Und das Stasegewehr, das haben wir ja auch gescannt. Allerdings Magnetit ist mir hier noch überhaupt nicht untergekommen. Den Rest könnte man tatsächlich beschaffen. Und ich nehme mal an, dass wir... Da haben wir es. Wir brauchen Lithium 2 und Titanbarren. Also bräuchten wir 4 Lithium
Und wie viel Lithium haben wir? Null. Gut, ja, das schränkt uns jetzt, was das angeht, natürlich ein wenig ein. Also ist das schon quasi gleich besprochen. Wir arbeiten mit dem Mehrzweckraum, mit dem kleinen. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das hier darstellt. Ah, da war was. Hat der jetzt einen Anschluss da dran oder sieht das nur so aus? Der hat gleich einen Anschluss dran gebaut. Und der hat jetzt auch Abstützfüße. Jetzt wird's langsam sinnvoll. So wie es aussieht, hat er dann jetzt ein Titan verbraucht, um das so aufzustellen. It may be prudent to separate work and leisure spaces to maximize productivity. Treat this space as your home, but never forget that it is not. Ach, guckt euch den hier an. 53% gewachsen, also ich glaube, da geht noch was. So, und das ist jetzt unser Mehrzweckraum. So, da drüben, da ist ja schon der Laternenbaum. Jetzt gucken wir mal. Einen Elemente. Also vier Titanen, dann könnten wir hier nochmal so ein Beet machen. Oder zwei Titanen. Machen wir das. Hier schön in die Ecke. Und da wächst jetzt unser kleiner Knollenbaum. So, wir brauchen mehr Titan. So, knapp eine halbe Stunde noch, bis die Rettung kommt. Aber ich will mal gucken, dass wir das noch hier irgendwie so ein bisschen geregelt kriegen. Was ist das? Kreaturenei. So, da hast du mal wieder das Gleiche. Sucht man Kupfer, findet man Titan. Braucht man Titan, findet man Kupfer. Moment, jetzt können wir hier gnadenlos den Seegleiter zum Einsatz bringen. Stromprobleme haben wir in dem Sinne nicht mehr. Die Karte kommt weg. Da ist Schrott. Schrott bedeutet Titan. Schon. Gescannt haben wir die auch noch nicht. Heute kleine Fischung, Beurteilung meiden. Wieder rein. Erstmal. Aber die Atemluft aufstocken, bevor wir da drin sind.
war das? Landeplatz des Sunbeam. Okay. So, und was soll der Mist jetzt? Also normalerweise ist es doch immer so, wenn man sich dann hier in so eine Kacke reinwagt, wird man mit Reichtümern und allen möglichen Zeugs belohnt. Aber das war ja wohl gerade mal gar nichts. So, nochmal Kupfer. Genau, den Seegleiter. Leute, den Seegleiter vergesse ich immer wieder. Geht auch gut ab. Falscher Knopf. Signal. Signal. Dann, ich meine, das ist jetzt... Hey, du, lass mal die Seemot in Ruhe. High priority automated message from Aurora Live Pod 13. Coordinates attached. Live pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Nummer 13. Ich hätte das Gefühl, die 13 hätten wir längst gesehen gehabt. Kapsel 13. 1000 Meter weg. Das sieht eher aus wie ein Auftrag für die Seemotte, ehrlich gesagt. Welcome aboard, Captain. Ach, guck mal hier, jetzt ist die Seemotte ein bisschen beschädigt. War das der Pirscher am Ende? Da sind die Riffrücken. Ich
wieder Schaden. Was haben wir denn gemacht, dass wir jetzt nochmal Schaden genommen haben? Wieso zum Geier ist das hier so dunkel? Nicht unbedingt total einladend aus. Also wie es aussieht, so ein bisschen anditschen ist okay, wenn man nur nicht zu Mass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Die scheinen jetzt hier nicht grundsätzlich angepisst zu sein, dass wir hier sind. Da ist ein PDA. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ansonsten. New PDA data. Scheint hier nichts zu sein. Ach, der spricht hier sein letztes Gebet. Ach, du meine Güte. Also die Ausbeute hier war jetzt ja wirklich dürftig. Ich meine, außer seinem Gebet haben wir jetzt hier nichts gefunden. Normalerweise liegt hier immer noch so ein bisschen Zeugs rum, was man einsammeln kann, oder irgendein Wrack ist in der Nähe. Ich gehe mal davon aus, wir werden in die Richtung nochmal wiederkommen müssen, um diese merkwürdigen, wie soll man das nennen, diese pilzartigen Pflanzenstrukturen da zu untersuchen. Das ist einfach nur ein neues Biom und dann ist die Kapsel einfach nur unsere Landmarke, um da schneller wieder hinzufinden. Zumal es sich ja eh die Frage stellt, was ist jetzt mit der Sunbeam? Die sind jetzt ungefähr 20 Minuten da. Oh, wir sollen was essen. Sicherlich kein Fehler. Doch mal in unserer Basis schon was Leckeres auf uns wartet, aber vorher reparieren wir jetzt schnell die Seemotte. Und wie läuft's hier? Also, dann gibt's noch mal Fisch, hä? Oh, hier sollten wir gleich mal den Scheinwerfer ausschalten.
wir ja auch den Kompass. Und jetzt können wir gucken, da kam die Sonne irgendwo hoch, also. So, und da hinten ist der Landeplatz der Sunbeam. In 20 Minuten. So. Dann fassen wir mal zusammen. Wir haben in unserer neuen Basis haben wir noch den Mehrzweckraum dazugebaut. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Ich konnte ein Innenbeet anlegen, wo wir jetzt diese chinesischen Kartoffeln und Melonen gepflanzt haben. Außerdem haben wir noch einen Knollenbaum, wenn der so hieß, gepflanzt. Das heißt, in Zukunft haben wir da eine gute Nahrungsversorgung. Wir brauchen ja nur noch ab und zu mal ein bisschen Fisch fangen oder vielleicht auch gar nicht. Das wissen wir noch nicht. Außerdem werden in 20 Minuten da hinten unsere Retter versuchen zu landen. Und das werden wir dann beim nächsten Mal genau erkunden. Ich sag vielen Dank fürs Reinschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.